Vor allem bei Jugendlichen werden Vapes immer beliebter. An den Start gegangen sind die E-Zigaretten damals eigentlich, um Rauchern und Raucherinnen zu helfen, von der Zigarette wegzukommen. Mittlerweile ist es allerdings auch sehr umstritten, diese Methode. Es ist nicht in Studien untersucht, ob die E-Zigarette wirklich fördernd ist in der Rauchentwöhnung. Abgesehen davon weiß man eben noch nichts über die Folgeschäden. Das heißt, die Menschen sind dann vielleicht nicht mehr zigarettenabhängig, hängen aber an den Vapes und müssen mit unkalkulierbaren Risiken leben. Deswegen geht man so ein bisschen davon weg, die Vapes da einzusetzen. Mehr dazu gleich im Gespräch mit meiner Kollegin Stefanie Sator, die sich mit einem Lungenarzt unterhalten hat. Außerdem, die Augsburger Staatsanwaltschaft bekommt einen neuen Chef. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, den 31. Januar, mit mir, Lena Bammert. In der Innenstadt ist am Samstag die Demonstration Augsburg gegen Rechts vom Bündnis für Menschenwürde angekündigt. Augsburger Stadtratsmitglieder haben jetzt parteiübergreifend zur Teilnahme daran aufgerufen. Darunter die Fraktionen CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Bürgerliche Mitte sowie Stadtratsmitglieder von Generation Augs, die Partei, ÖDP, Freie Wähler, WSA und die parteilose Stadträtin Margarete Heinrich. Nie wieder ist jetzt sei nicht nur eine Phrase aus der Geschichte, sondern eine aktive Verpflichtung für unsere Gesellschaft, heißt es in der Stellungnahme. Mehr als 50% der Augsburger hätten Migrationshintergrund. Seit der Wohngeldreform haben viel mehr Haushalte Anspruch auf einen Mietzuschuss. Das stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. In Augsburg kann die Antragsflut nur mit einem großen Mehraufwand bewältigt werden. Im Januar 2022 gab es noch 193 Anträge, ein Jahr später waren es schon 801. Allein 28 neue Vollzeitstellen mussten geschaffen werden. Sozialreferent Martin Schenkelberg von der CSU fordert, dass sich der Bund an den Personal- und Sachkosten beteiligt. Die Augsburger Staatsanwaltschaft bekommt einen neuen Chef. Thomas Weidt folgt am 1. Februar auf Rolf Werlitz, der nach fast 10 Jahren in den Ruhestand geht. Weidt ist gebürtiger Augsburger, 63 Jahre alt und war zuletzt stellvertretender Behördenchef der Generalstaatsanwaltschaft. Bisherige Stationen waren unter anderem die Staatsanwaltschaft Chemnitz, das Landgericht Augsburg sowie die Staatsanwaltschaft München I. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ist eine der größten in Bayern und der Chefposten oft mit einer hohen Medienwirksamkeit verbunden. Das Wetter scheint zum neuen Chefposten auch zu gratulieren, denn die Sonne kommt im Laufe des Mittwochs immer mehr hinter den Wolken hervor. Die Temperaturen liegen zwischen 1 bis 9 Grad. Wir sprechen im Nachrichtenwecker jetzt über Vapes, also über aromatisierte Einweg-E-Zigaretten, die vor allem bei Jugendlichen immer beliebter werden. Über genau diese Entwicklung hat sich meine Kollegin Stefanie Sator mit einem Lungenarzt unterhalten. Hallo Stefanie. Hallo Lena. Dr. Stefan Heindl, also der Arzt, mit dem du gesprochen hast, ist der Vorsitzende des Berufsverbandes der Lungenfachärzte in Bayern. Und er sagt, dass er Vapes für sehr gefährlich hält. Warum? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass man nicht genau weiß, was alles drin ist in diesen Vapes. Da gibt es unglaublich viele Inhaltsstoffe, die da reingemischt werden und man weiß noch nicht so ganz genau, was alles drin ist. Variiert natürlich auch von Hersteller zu Hersteller. Und es gibt eben leider noch keine Langzeitstudien, die detailliert Aufschluss geben über die Gefahren, die von diesen Vapes ausgehen. Es gibt aber von einigen Gesellschaften eben die Empfehlungen, dass man aufgrund einer potenziellen Gefährdung davon absehen sollte, Vapes zu konsumieren. Und er sagt außerdem, dass Vapes zwar ohne Tabak sind, aber einige trotzdem mit Nikotin. Und dass es eben Hinweise gibt, dass Nikotin alleine, also auch ohne Tabak, krebserregend sein kann. In Summe von diesen ganzen Risiken, von denen er sprach, ist er sehr besorgt und sagt, dass er eigentlich dafür plädieren würde, Vapes für Jugendliche zu verbieten. Angefangen haben Verdampfer und E-Zigaretten ja eigentlich als Mittel zur Raucherentwöhnung. Also sie sollten Rauchern und Raucherinnen dabei helfen, von herkömmlichen Zigaretten wegzukommen. Habt ihr darüber auch gesprochen? Tun sie das? Ja, genau, darüber haben wir auch gesprochen. Und das war lange Zeit tatsächlich, so wie du sagst, dass man das dafür genutzt hat, Raucher zu entwöhnen. Und mittlerweile ist es allerdings auch sehr umstritten, diese Methode. Es ist nicht in Studien untersucht, ob die E-Zigarette wirklich fördernd ist in der Rauchentwöhnung.
Abgesehen davon weiß man eben noch nichts über die Folgeschäden. Das heißt, die Menschen sind dann vielleicht nicht mehr zigarettenabhängig, hängen aber an den Vapes und müssen mit unkalkulierbaren Risiken leben. Deswegen geht man so ein bisschen davon weg, die Vapes da einzusetzen. Dieses Problem, dass Vapes ja vor allem bei Jugendlichen so beliebt sind, hat ja nicht nur Deutschland. In Großbritannien wollen sie jetzt den Verkauf von Einweg-E-Zigaretten so ein bisschen einschränken, um Jugendliche zu schützen. Was ist denn die Empfehlung des deutschen Experten? Wie sollte seiner Meinung nach mit Vapes hier umgegangen werden? Er findet es gut, dass es ein Werbeverbot gibt für Vapes. Er sagt aber ganz deutlich, dass es eigentlich ein Verkaufsverbot für Jugendliche unter 18 Jahre geben müsste, und er plädiert dafür, dass die Produkte sehr viel teurer sein müssten. Da meint er aber nicht nur Vapes, da meint er auch normale Zigaretten, weil die natürlich auch extrem gesundheitsschädlich sind und da müssten die Preise steigen, sagt er. Danke, Stefanie. Gerne. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Falls Sie den Überblick verloren haben, bis Montag haben die Lokführer gestreikt, am Dienstag Klinikärzte und für morgen hat Verdi das Sicherheitspersonal an Flughäfen aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Für einen runden Wochenabschluss in der Streikrepublik Deutschland sorgen dann am Freitag die Bus- und Bahnfahrer. Und Musikproduzenten in Deutschland und Frankreich könnten in den kommenden Jahren Verluste in Milliardenhöhe durch Modelle künstlicher Intelligenz erleiden. Das zeigt eine neue Studie der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA und des französischen Gegenstücks SACEM. Zum Schluss zerstöre ich euch jetzt noch ganz schnell eure TikTok-Lifehack-Träume, zumindest was einen bestimmten Putztipp anbelangt, denn immer wieder wird auch auf TikTok gesagt, hey, wenn ihr eure Toilette nicht sauber bekommt, Urinstein, bla bla, ihr wisst Bescheid, dann haut doch da einfach mal 2 bis 3 Teelöffel Vollwaschpulver rein, lasst das 15 Minuten einwirken und entfernt dann alles ganz leicht mit der Klobürste. Tja, das wurde jetzt gecheckt, zwar nicht von mir persönlich, aber tatsächlich von der deutschen Presseagentur. Und ich muss euch leider sagen, Urinstein geht dadurch zumindest nicht weg. Das war jetzt keine konstruktive Nachricht zum Schluss, aber immerhin habt ihr dann mehr Waschpulver zum Wäschewaschen. Macht ja eh mehr Spaß als Kloputzen. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Mittwoch. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Stefanie Sator für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.